Ich begrüße dich herzlich zu meiner täglichen Andacht. Wie schön, dass du dabei bist. Denn egal, wie es dir gerade geht, zu Gott kommen ist immer das Beste, was wir tun können. Meine Andacht vom 4. Oktober. Widerstehe deiner Angst. Der Bibelvers für heute steht im Psalm 56, Vers 4. Doch gerade dann, wenn ich Angst habe, will ich mich dir anvertrauen. Die Angst kommt nicht von Gott, sondern vom Teufel. Jedes Mal, wenn du Angst hast, hat der Teufel es auf dich abgesehen. In meinen Vorträgen sage ich oft, dass die Angst der Meister aller Geister ist. Es ist der Geist, den der Teufel benutzt, um Christen zu beherrschen und sie davon abzuhalten, sich der Herrschaft Jesu, des wahren Meisters, ganz zu unterstellen. Unzählige Menschen folgen nie dem Ruf Gottes, weil der Teufel sie jedes Mal, wenn sie vorwärts gehen wollen, durch Angst davon abhält. Versucht er auch dich zurückzuhalten? Der Feind benutzt die Angst, um zu verhindern, dass Menschen ihr Leben genießen. Angst quält uns und man kann unmöglich gleichzeitig Qualen erleiden und das Leben genießen. Der Teufel will dich einschüchtern, aber du hast die Wahl, dich der Einschüchterung nicht zu beugen. David schrieb: Doch gerade dann, wenn ich Angst habe, will ich mich dir anvertrauen. Ich glaube, man kann relativ sicher sagen, dass der Feind dich jedes Mal durch Angst behindern will, wenn du versuchst, Gott von ganzem Herzen nachzufolgen. Setze dein Vertrauen vollständig in Gott. Dann wird er dir helfen, deine Angst zu überwinden und dich befähigen, vorwärts zu gehen. Sei herzlich eingeladen, jetzt mit mir zu beten. Gott, ich will mich der Angst nicht beugen. Ich setze mein Vertrauen in dich. Ich weiß, dass du mir Mut und Kraft schenkst, der Angst zu widerstehen. Amen. Es tut so gut, bei Gott zu sein, oder? Bleibe doch in dieser Haltung und geh mit Gott durch deinen Tag. Ich freue mich, wenn du morgen wieder dabei bist. Und wenn du dazu beitragen möchtest, dass auch andere meinen Podcast entdecken, dann abonniere meinen Kanal oder leite diese Andacht an jemanden weiter, der heute eine Ermutigung gut gebrauchen könnte. Herzlichen Dank dafür. Bis morgen.